Moin, herzlich willkommen zur Aufzeichnung eines Cosplay-Kurses. Ja, Sonntagnachmittag. Ich habe ja Kurse angefangen, die ich mal wieder zusammenstelle. Und deshalb brauche ich jetzt hier nur so einen kleinen kurzen Kurs einfahren. Und dann kombiniere ich die. Ich bin da ja so ein bisschen aufs Kombinieren von Kursen gekommen. Das finde ich ja ganz geil. Funktioniert oft auch ganz gut. Und daher mache ich jetzt hier weiter. Und zwar fahre ich bis dahin. Speichere ab. Und sage Tempfeld 21 oben. Ich habe diesen Punkt hier jetzt mal oben genannt. Und habe da schon Kurse. Ach, den hätte ich auch behalten können. Und zwar Tempfeld 21 oben. Das ist der Kurs bis hierhin. Dann habe ich hier Temp oben Haferverkauf. Den hängen wir dran. Und da hinten dran hängen wir oben Feld 21. Den da dran. Und das speichern wir als Feld 21 Haferverkauf. So, oder Getreideverkauf oder wie auch immer. Der liegt jetzt hier oben irgendwo. Räumen wir gleich auf. Packen den in Ordner für Feld 21. Der Drescher sagt, okay, er tankt da ab. Er muss auf Feld 21 einen Drescher finden. Und ich sag ihm. Und jetzt gucken wir mal, ob der Kurs funktioniert. Sprich, ob er das bisschen verkauft, was er hier hat. Gut, der Drescher ist schon wieder voll. Klar, das bleibt jetzt gerade mal nicht aus. Und das ist natürlich auch nicht viel, was wir hier kriegen. Da kriegen wir, weiß ich nicht, 10.000 Euro für, 12.000 Euro. Aber ich bleib mal eben bei und beobachte mal, ob der Kurs funktioniert. Leute, vielen, vielen Dank für eure ganzen Abos. Ich kann gar nicht sagen, wie viel es jetzt sind, weil heute ist der 7. Oktober und ich nehme auf an einem Dienstag. Das seht ihr ja da oben im Fenster. 23.21 Uhr. Mein Gott, ist das spät. Und ich habe noch so viel vor mir heute. 23.21 Uhr. Der Dienstag ist aber nicht der 2. Oktober, sondern der 25. September. Ich muss soweit im Voraus aufnehmen, weil ich so wenig Zeit habe, weil ich so viel arbeiten muss und so wenig am Computer bin. Und deshalb muss ich echt viel aufzeichnen vorher. Und damit bin ich natürlich nicht mega aktuell. Ich bin nicht auf dem Laufenden, was die Abonnentenzahlen angeht. Ich bin auch überhaupt nicht auf dem Laufenden, was den Stand des Matches zwischen Experience und mir angeht. Und ich bin auch nicht auf dem Laufenden, was die Downloadzahlen vom Zwischenlager und vom Transportpack. Also das Transportpack ist am 25.09. über 1400 Mal runtergeladen worden. Das Zwischenlager über 800 Mal. Und die Abonnentenzahlen liegen irgendwo bei 910. Mal gucken. Mal gucken, wo wir denn dann in 2 Wochen liegen. Oder in anderthalb. Oh, ja, hat ja doch mehr gebracht. Gar nicht so schlecht. So, jetzt eben gucken, ob er zurückfährt. Und dann kümmern wir uns um die nächsten Sachen. Guck mal, die Felder muss ich auch noch alle abernten. Das ist so krass, was wir noch alles machen müssen. Bloß nicht darunter durchfahren, bloß kein Kompass da hinten reinkriegen. Das wäre jetzt noch die Hölle. Ja, das ist jetzt hier ungefähr so spannend wie Farbe beim Trocknen zuzugucken. Aber ich möchte das trotzdem gerne wissen. Wie weit wir da kommen. Ja, nochmal zum Thema Abonnentenzahlen. Ihr wisst es, ich habe schon ein paar Mal gesagt, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10-Stunden-Livestream mit Gewinnspiel. Ich habe da schon so ein paar Ideen, was es zu gewinnen gibt, aber ich kann noch nichts Genaues sagen. Ich will auch nichts Falsches sagen, daher halte ich mich da jetzt erstmal zurück. Aber ich habe da ein paar, wie gesagt, ein paar Ideen. So, du fährst jetzt mal dahin und tankst bitte diesen komischen Drescher da ab.
Dann kann ich mich nämlich wieder um irgendwas Vernünftiges kümmern und muss hier nicht beim Fahren zukommen. So, und das Gute an diesem Einfahrkurs ist, wir haben das auch gleich schnell für Feld 22 einen Einfahrkurs, also einen Abfahrkurs zu machen. So. Kein Drescher in Reichweite, fahre hinter Drescher. So, mach mal. Ja, heute noch. Ja klar, der wartet eben ab, bis er abgebunkert hat. Dann fährt er hoffentlich aus dem Weg. So, wo fährst du jetzt hin? LKW, Trecker? Hauptsache, du fährst aus dem Weg und lässt den Drescher hier in Ruhe mal lochen. Unglaublich, ne? Jetzt gucke ich hier schon irgendwie 7 Minuten diesem Trecker zu. So, warum der Drescher nicht weiterfährt, weiß auch keiner, oder? Fährt er jetzt? Ja, er fährt, er wendet. Na, das ist doch schön, wenn er da jetzt auch noch vorbeikommt, dann bin ich ja glücklich. So, dieser Drescher. Also auch was zu tun kriegen. Und wir haben ja hier auch doch so das ein oder andere Feld, welches hier tatsächlich in der Nähe vom Hof liegt. Ach, halt, erst mache ich was anderes. Erstmal gehe ich hier zu den Kühen. Moin. Hier, komm, Bertha, lass mich mal durch. Wieso ist denn der immer noch nicht fertig? Ich denke, der soll um 12 Uhr fertig sein. Das funktioniert ja super hier bei mir. Ist doch 12 Uhr und 6 Uhr war schon. Das habe ich doch alles abgewartet. Das ist ja ein Dreck. Wieso funktioniert das denn nicht? Das ist ja Schrott. Im Multiplayer funktioniert super. Ich habe das definitiv vor 6 Uhr beauftragt. Naja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich da. So, was haben wir denn auf den Feldern angepflanzt? Gerste. Sehr schön. So, erntereif ist das alles. Ja, nur Feld 37 und 38 noch nicht so wirklich. Let's ernte Gerste.
Dann fahren wir mal da nach unten und kümmern uns drum. Es ist unglaublich, ne? Es ist schon Oktober. Es ist 7. Oktober, nicht mehr lange LS19 kommt. Und dann dauert es nur noch einen Monat, dann ist Weihnachten, dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Es ist unfassbar. Unfassbar. Einmal dreschen. Müssen wir uns gleich noch einen Abfahrer suchen. So, ich glaube übrigens, dass ich nichts mehr großartig einlagern werde, sondern ich werde alles direkt verkaufen. Also, vielleicht werde ich unten in den und oben in den Zwischenlagern noch Sachen einlagern, aber ich werde nichts mehr umständlich zum Zentrallager bringen. Sondern ich werde zusehen, dass ich alles so weit wie es geht verkaufe. So. Da fährt er ab. Was haben wir denn noch zum Abfahren? Da haben wir ja noch einen. Nehmen wir doch mal den MB-Truck. Den nutze ich viel zu selten. Finde ich. Nein. Ah, da kann ich auch anders machen. Kann ich auch hier den Kurs laden. Feld 2. Silo. Haha, perfekt. Du suchst einen Drescher auf Feld 2. Und fährst jetzt mal von hier los. So, den brauche ich zwar nachher zum Häckseln, den Anhänger, aber das lassen wir jetzt mal. Die Zeit ist schon wieder um.
Warte, bis Füllstand erreicht ist. Sind eingestellt, Leute. Danke fürs Abo, für die Kommentare, für die Likes. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt habe. Ob ich schon bei 1000 bin oder noch knapp drunter, kann ich nicht sagen. Aber ich informiere euch, sobald ich weiß, wann es denn den 10-Stunden-Livestream gibt. Ja, gucken wir mal. Also macht gerne Werbung für mich. Guckt auch dienstags, donnerstags und samstags in die Matches gegen Experience rein. Und ansonsten morgen wieder ganz normal ein Let's Play um 10 Uhr. Dienstags, donnerstags und samstags 16 Uhr. Die Sachen mit dem Experience. Ja, kommt auf Facebook oder auf meiner Homepage vorbei. Und ich sag dann jetzt erstmal ciao.